So, hallo liebe YouTuber, willkommen auf meinem Kanal. Wir haben einen wunderschönen Regentag in Wien. Es geht diesmal um ein neues Auto, und zwar um den Traxxas Stampede 4x4 VXL in der Brushless Version. Ihr seid jetzt bei der Jungfernfahrt dabei. Ich bin jetzt nur hergefahren mit dem Auto auf dem Platz. Habe ihn auch gleich LED-Lichter verpasst von Anfang an. Man sieht es recht gut, die sind sehr hell. Das sind 3 mm Rund-LEDs, bedrahtet, für 3,2 Volt. Sie haben, ich habe sie hier immer zu zweit geschalten. Auch die hinteren, die Rücklichter, die habe ich hier auch zu zweit geschalten. Die hängen direkt wieder drauf am Empfänger. 6 Volt kommen raus. Und für jedes Paar habe ich einen 150 Ohm Widerstand genommen. Nur die obere, die hat halt den 150 Ohm Widerstand alleine. Ja, also gehört habe ich schon sehr viel Gutes über dieses Auto. Habe mir gedacht, ich mag noch einen Traxxas haben. Und dachte mir, okay, der hat sehr guten Part-Support, also Teile-Service. Auch tuningmäßig schaut es bei dem nicht schlecht aus. Er hat standardmäßig die Traxxas Terrain-Reifen drauf. Die haben 12 cm Außendurchmesser und 7 cm Breite. Die Stoßdämpfer sind etwas weich, aber wenn man da die Clips dazu gibt, noch eines, dann ist das auf jeden Fall besser. Ich habe ihn mir auch höher gesetzt, indem ich da weiter nach innen gegangen bin und da drinnen weiter nach außen mit den Dämpfern. Funktioniert bis jetzt das sicher sehr gut. Wir werden es aber gleich testen, ihr seid live dabei. Es regnet jetzt etwas, blödes Wetter, aber der ist zum Glück im Wasser, ist er nicht böse auf das, wenn man fährt. Ja, es sind 12 mm Felgenmitnehmer bei diesem Auto, das heißt, man könnte die eigentlich auf einem anderen 1:10er verwenden, weil die sind nämlich größer um 2 cm als andere Standardbereifungen auf 1:10ern, also für Offroad zumindest. Weil normalerweise haben die ja so 100 mm Durchmesser und 50 mm Reifenbreite. Ja, dann werden wir mal losfahren. Na, ruck, wird nass, den werde ich dann zumachen. So, das pisst ein bisschen. Aber dafür sollte ich dann den Skatepark für mich auch selbst alleine haben. So, da. Doxa-Kleber aufsetzen. So, Timer stellen. Es ist jetzt drin ein Akku, nämlich der GenCe 50C. So, Timer, den stellen wir jetzt fürs erste Mal auf 15 Minuten. Ein Lenkservo drinnen, wasserdicht, das Traxxas 2075er, das ihr schon oder manche aus dem Traxxas eRevo kennen. Der VXL Brushless Regler mit einem Verlinian 380er Motor. So, Kühlung ist keine drauf von Haus aus, die habe ich Ihnen extra dazu gebaut, aber mehr gibt es dann später dazu. So, jetzt wird mal gefahren. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich habe alles drauf. Ein 2S Libo ist jetzt drinnen. Es ist auch schon dabei, ein 3 Amperestunden Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Aber den werde ich da jetzt nicht verwenden, weil ich den Libus bis jetzt am besten mag. Also am liebsten mag. Hoppla, das ist jetzt knapp. Ein bisschen schwammig ist er zum Lenken, weil er relativ langsam lenkt, finde ich. Verfügt auch über Traxxas Stability Management. Er ist ein bisschen höher, weil er ja ein Monster Truck ist. Also schaut, dass ihr in den Kurven nicht zu stark lenkt. Jetzt ist es bei mir nicht so ein Problem, weil es ja regnet, das heißt, er rutscht sehr viel. Somit kippt er mir nicht so schnell. Wie ihr seht, er rutscht sehr, sehr viel jetzt. Wenn es trocken ist, kann ich euch auch einen Rat geben. Jetzt seht ihr, er ist jetzt blockiert, beim Bremsen die Räder. Aber wenn es trocken ist und er vollen Grip hat, dann wird er euch überschlagen.
Also passt auf dabei, wenn ihr voll in die Bremse geht. Mach Vollgas. Blödes Wetter, ich sag's euch. Das Getriebe ist nicht verändert. Es ist auch noch ein anderes Motorritzel dabei. Das habe ich aber nicht drauf gegeben, ich habe das Standard gelassen. Das, was ich auch schon oft gelesen und gehört habe in YouTube, dass die Shockcaps, also die Kappen, die oberen, mit der Stoßdämpferaufhängung, dass die auch manchmal gerne runtergehen, dass sie einfach abploppen. Und die, da lohnt es sich dann, welche aus Alu zu kaufen. Das habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Auch die Drive Shafts, also die Antriebswellen, sollte man am besten, wenn möglich, sofort in Stahl- oder Alu-Antriebswellen austauschen, weil die nämlich das gleiche Manko haben, so wie die von eRevo, dass die nämlich so leicht brechen. Daher übertreibe ich es jetzt nicht mit ihm, weil ich möchte mit ihm, wenn es geht, auch lange fahren, bis ich die nächsten Tuning-Teile mir kaufen kann. Wir fahren jetzt hier mit einem 2S Lipo-Akku. Der ist sowohl 2S als auch 3S Lipo fähig. Ich habe einen 3S Lipo Akku auch mitbestellt, also eigentlich zwei Stück, aber ich fahre nur mit einem heute. Und den werden wir dann nachher austesten. Mit dem sollte der sogar Wheelies machen. Deswegen hat er dann auch eine Wheelie-Tasche von Haus aus dabei. Hoppla. Ja, das Wetter ist heute nicht so schön, aber wenigstens kann ich überhaupt fahren. Wenigstens regnet es nicht zu stark, da geht's noch. Wow! Also er macht trotz allem sehr viel Spaß, auch wenn er nicht so viel Gas gibt. Ist meiner Meinung nach auch nicht immer notwendig. Mit dem darf ich es nicht so übertreiben mit dem Springen, nicht so wie mit dem eRevo, weil der ist jetzt da halb so schwer, habe dementsprechend die Teile konzipiert und er kippt sehr schnell, weil er höher ist. Also was ihr jetzt gesehen habt an Sprüngen, man sollte es vielleicht nicht übertreiben, zumindest vor allem vor einem Skatepark nicht. Ah, der wobbelt ein bisschen auch hin und her. Okay. Ja, der ist ein bisschen schlecht im Bremsen. Es ist nass, er bremst etwas schlechter. Aber was soll's. Das kann man ja gerade noch verkraften. Aber macht trotzdem Spaß. Ja, auf das Auto muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen eingewöhnen. Ist aus dem RTR-Set. Da ist auch diese Fernbedienung dabei, die TQI von Traxxas, die ich auch schon an meinem eRevo habe. Vielleicht zeige ich euch auch beim nächsten Mal, wie man die Karosserie niedriger setzt, denn die ist da sehr hoch und ich weiß auch nicht, ich finde das auch ein bisschen unschön. Ich möchte eher, dass die Seiten von der Karosserie wenigstens bis zur Bodenplatte gehen. Weil das ist hier nicht der Fall, weil sie, ich weiß, eben mit Absicht höher ist, dass man eben
der das richtige Feeling eines Monster Trucks kriegt bei einem 1:10er Modell. Das wird knapp. Ich finde es geil, wenn es rutscht. Ich finde es am allergeilsten, auch mit so einem Monster Truck. Das wird knapp. Aha. Na super. Muss ich mir dann nachher anschauen, was mit dem Licht ist. Wie beim echten Auto. Finde ich nicht toll. Ja, dann war das mein Fehler jetzt mit dem Licht. Schade, schaut eigentlich sehr geil aus mit den Lichtern. Ich habe jetzt da nicht einmal irgendwie was übertrieben, aber es ist jetzt ein Licht ausgefallen. Na, sehr blöd. Und von denen habe ich nur noch eines. Nur noch eine LED über als Ersatz. Naja, kann ich jetzt nicht ändern, muss ich fahren. Aber wie ihr gemerkt habt, jetzt da wieder einmal ist es mit solchen LED-Beleuchtungen sehr empfindlich, wenn ihr stürzt oder wo dagegen fahrt. Man merkt beim Bergauffahren da bei dieser Rampe deutlich, dass es eben kein E-Revo ist mit einem dementsprechenden Antrieb, aber es macht nichts. Damit kann man auf jeden Fall leben, wenn man den E-Revo vorher gekannt hat. Macht trotzdem Spaß, ist ein bisschen kleiner. Hoppla. Aha, Licht meldet sich zurück. Vielleicht habe ich Glück oder es ist nur eine Leitung irgendwie ein bisschen defekt und dass ich die wieder zusammenlöten kann oder so. Wäre das Schönste. Weil mit Licht fahren auch am Tag finde ich. Hoppla, nicht aufgepasst. Ah, jetzt läuft es wieder. Komisch. Ja, jetzt geht's wieder. Das ist ja witzig. Na, einmal kurz dagegen gefahren und es läuft wieder. Okay. Okay, wenn es nass ist, wird er mir sicherlich heute mit dem 3S-Akku auch keine Wheelies machen. Aber macht nichts. Ja, da muss man aufpassen, sehe ich gerade, beim Lenken und beim Einbremsen vor allem. Der lehnt sich schon hinein. Der kippt dann wirklich. Bei einem trockenen Boden kippt der garantiert. Aha, es flimmert schon wieder das Licht. Ist schon wieder am Ausfallen. Schade. Vielleicht sollte ich noch mal kurz sanft dagegen fahren und dann geht's wieder.
Der lehnt sich schön rein. Ja, bisschen ein blödes Wetter halt auch. Jetzt geht's wieder. Ja, da ist sicher ein Wackelkontakt drauf auf den LEDs da vorne. Muss ich dann nachher nochmal anschauen, was das ist und wo das ist. Ja. Das Servo, Standard Traxxas 2075er, was im E-Revo drinnen ist, könnt ihr natürlich gegen ein schnelleres Digital-Servo mit Metallgetriebe austauschen, wenn euch das besser gefällt. Das werde ich auch irgendwann machen. Da gibt es auch schon ab 25 Euro recht gute Servos, die Metallgetriebe haben und digital sind. Das muss kein 50 oder teureres, also kein 50 Euro oder teureres Servo sein. Hallo Licht. Ja, habe ich wahrscheinlich irgendwie einmal kurz ein bisschen gepfuscht. Kann alles sein. Auch wenn man sich bemüht, kann alles passieren, immer wieder. Das Easy-Modell war halt immer so. Wurscht bei was. Ja, ja, nicht, dass du mir vorkippst. Ups. So, die Zeit ist um. Das Auto wiegt etwa 1,8 oder 1,9 Kilo, ich glaube Leergewicht. Und je nach Akku, was ihr reingebt, müsst ihr das natürlich dann dazu rechnen. So, hier seht ihr auch das TSM arbeiten. So. So. Ja, ja, ich weiß. Oha, da ist der Splint so blöd hingerutscht. Muss ich dann schauen. So, ja, ich weiß, dass es vorbei ist. So, meine Lieben, das war jetzt mal mit einem 2S Lipo Akku die Fahrt. Ich habe zwar einen zweiten 2S mitgenommen, aber ich glaube, ich werde jetzt den 3S fahren und dann mit dem anderen 2S nur nach Hause düsen, denn es ist mir ein bisschen zu blöd. Ich habe jetzt da nur ein kurzes Shirt an und halt meine Hose und sonst nichts. Ja, so, gut, das war's mal fürs Erste. So, so, ja, das ist toll. Das ist ein bisschen blöd dahin gerutscht in der Halterung.
muss ich das mit meiner Zange rausziehen. Ja, das ist ein bisschen zu groß. Der Splint, habe ich gerade gemerkt, für diese Karosserie. Das ist die, die ich im E-River auch verwende. Dachte mir, das ist eine gute Idee, aber ist nicht so eine gute Idee. Aber mal, was soll's. Man lernt ja nur aus Fehlern. Gut, ich zeige euch noch schnell innen ein bisschen. Ihr seht hier, wie das jetzt ist, wie er aussieht von innen. Der Regler. Ich habe das hier wieder geregelt mit dem Licht, indem ich da direkt vom Empfänger rausgehe mit einem XH-Stecker, mit einem 2S-XH-Stecker, damit ich eben die lichte Beleuchtung machen kann. Stecken wir das Gehäuse dann mal ab. So, ein bisschen nass. Sieht bei mir so aus. Habe ich wieder eingegossen quasi die Beleuchtungen mit einem Heißkleber. Habe mir auch wieder das ein bisschen hier verstärkt mit Panzerband. Die Stellen, wo es gefährlich sein könnte, da zum Dämpfen habe ich wieder so einen Moosgummi drauf gegeben, den ich aus Amazon habe. Ja, also es sollte eigentlich von der Elektrik und von der Karosserie alles passen. Und die Karosserie sollte lange halten eigentlich, so wie sie jetzt ist. Vor allem mit denen werde ich es auch nicht so übertreiben, mit dem E-Revo. Jetzt seht ihr eh, auch von der Dämpferrate her, wie das ist. Also zu hohe Sprünge verträgt der so leider nicht, macht aber nichts. So, ausschalten. Akku ab, genau. Wie ihr seht, ich habe die XT60 Stecker wieder drauf gegeben. Da ist noch ein Splint drinnen, entfernen, das rauf. Ihr könnt das auch verwenden für 23 mm Akkus, also von der Höhe her. Länge ist so etwa 139 mm vom Akku und Breite so 48, was ich so weiß, in etwa. So, den legen wir kurz weg. Ja, ihr habt da auch drinnen eben ein kleines Loch, damit das Wasser abfließen kann. Ich habe da von meinen Shockpads für die Karosserien das reingeklebt. Sorry. Damit das gedämpfter wird, aber ich glaube, das werde ich wieder entfernen und gegen einzelne Pads ersetzen, gegen so kleine Stücke. Ja, ich werde jetzt gleich einmal den 3S-Akku reingeben. Der 3S ist jungfräulich. Schauen wir mal, wie viel haben wir eigentlich jetzt noch in diesem? 26%. Na schau, das ist eine sehr, sehr gute Zeit gewesen jetzt beim Fahren. 26% haben wir mit dem und wir sind eine Viertelstunde gefahren. Okay, das jetzt habe ich mal einen Richtwert bei diesem Antrieb. Gut. Gut, gut, gut. So, stecken wir das mal ein. So. Ja, weil das halt alles so ganz so extrem offen ist, wird es dementsprechend nass im Auto. Das ist halt leider so. Ups. So, der Akku ist mal drin. So, 3S. Ich muss nur aufpassen mit der Karosserie, dass ich das auch an den XH anstecke, den ich in den Empfänger gesetzt habe, also der von Empfänger kommt und nicht vom Akku, weil das sind die gleichen. Hoppla. So, einschalten kann ich ihn dann auch so, wenn die Karosserie jetzt schon drauf ist. Das ist bei dem Modell nicht so schlimm. Splinten reinbekommen vorne ist ein bisschen eine Spielerei, da muss man an der richtigen Stelle drücken, nämlich da reindrücken an der Stelle und dann sollte der Splint auch gut hineingehen. So, da, und